Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Tipps und Tricks Video. In diesem Video soll es darum gehen, was die meiner Meinung nach besten Einstellungen im Spiel sind für alle Konsolenspieler, sprich Xbox One und PlayStation 4. Ich wünsche euch viel Spaß und wir springen direkt in die Firing Range und da gehe ich die ganzen Einstellungen, so wie ich sie bei mir habe, einmal durch. Bevor ich starte, der Hinweis, ich gehe nicht jede einzelne Einstellung durch, sondern wirklich nur die wichtigsten, die meiner Meinung nach das Spielerlebnis deutlich verbessern. Die ersten beiden Optionen, die ich euch zeigen will, sind einmal Fadenkreuz, Schadensfeedback und einmal Schadenswert. Mitunter die wichtigsten Optionen, wenn es darum geht, Callouts an eure Mates zu machen. Welches Körperschild hat der Gegner? Wie weit runtergeschossen ist der Gegner vielleicht schon? Ich habe beides jetzt mal auf ausgemacht, bin in der Firing Range. Stellt euch jetzt auch einfach mal vor, dieser Lebensbalken hier wäre nicht da, denn der ist ja im Reellen auch nicht da. Im Nahkampf ganz einfach zu sehen, bin ich auf dem Gegner drauf, ja oder nein. Auf was will ich aber hinaus? Ihr seid vielleicht ein Stück weiter weg und ihr seht nur den Kopf oder die Beine des Gegners und ihr bekommt eigentlich gar nicht richtig mit, treffe ich den Gegner, ja oder nein. Deswegen empfehle ich euch unbedingt, stellt als erstes unbedingt das Fadenkreuz auf Kreuz mit Schild. Ich erkläre euch jetzt erstmal nur das Kreuz, was das mit dem Schild auf sich hat, werde ich in Kombination mit dem Schadenswert gleich erklären. Das Kreuz achtet jetzt genau auf das Rotpunktvisier, auf den roten Punkt. Bin ich auf dem Gegner drauf, seht ihr als Feedback optisch, ich treffe ihn, weil dieses rote Kreuz, nicht das rote, sondern das weiße Kreuz im Rotpunktvisier erscheint. Treffe ich jetzt mal nicht, kommt es nicht, treffe ich wieder, wird es wieder weiß. Und Achtung, ganz wichtig, wenn ihr den Gegner gedownt habt, zack, wird das Rotpunktvisier, nicht das Rotpunktvisier, sondern das Fadenkreuz rot und ihr könnt den Callout an eure Mates machen. Achtung, Gegner down, die nächsten sind fällig. Und jetzt solltet ihr aber unbedingt in Verbindung den Schadenswert anstellen. Stellt ihn auf kumulativ und nicht auf fließend oder beides. Beides geht auch. Wenn ihr das auf fließend stellt, bekommt ihr zwar hier auch ein Feedback, dass ihr den Gegner trefft, so seht ihr aber jede einzelne Kugel einen Wert, wie viel ihr abgezogen habt. Stellt das aber auf kumulativ, denn dann wird zusammengerechnet, wie viel Schaden ihr insgesamt gemacht habt. Hier habt ihr gesehen, 168 Schaden. Ihr könnt einen Callout an eure Mates machen. Achtung, der Gegner ist gut wie One-Shot und ihr könnt den Gegner pushen. Was hat es jetzt mit dem Schild auf sich? Kann ich euch in der Firing Range leider nicht zeigen, warum auch immer die Option nicht drin ist. Wenn der Gegner jetzt zum Beispiel, wie es hier so ist, einen lila Buddy hat, ihr schießt auf den Gegner. In dem Rotpunktvisier erscheint ein Symbol eines lila Buddies und auch die Schadenszahlen, die 28 jetzt zum Beispiel, würde lila leuchten. Und so könnt ihr auch hier den Callout machen. Achtung Leute, der Gegner hat einen lila Buddy. Ist das lila Buddy runtergeschossen, erscheint das lila Buddy im Rotpunktvisier nicht mehr und auch die Schadenszahlen werden nicht mehr farblich in lila angezeigt oder in blau oder in gold. Ich zeige euch jetzt mal eine Gameplay-Szene für die Leute, die nicht wissen, wie das aussieht und danach geht mit den nächsten Optionen weiter. Feuer, Kills, bitte bereit. Feuer. Der Vollständigkeit halber weiß in Season 3 als Option dazukommen ist. Es gibt vielleicht den einen oder anderen, den es genervt hat. Ihr kennt die Option, beziehungsweise ihr kennt die Tatsache, ihr schießt eine Waffe komplett leer und habt keine Munition mehr. Und den einen oder anderen irritiert es, weil er dann die Waffe automatisch auf die nächste Waffe wechselt. Mich hat es zum Beispiel anfangs sehr gestört. Ich würde euch aber trotzdem raten, das auf 1 zu lassen, weil es einfach Sinn macht, eine Waffe in der Hand zu haben, die auch Munition hat. Als nächstes, was ich aber viel interessanter gerade für Leute finde, die vielleicht einen teuren Scuf oder allgemeinen teureren Zubehörcontroller haben, die Autosprint-Funktion. Ihr könnt es jetzt einstellen, dass ihr automatisch sprintet, wenn ihr den Analogstick nur nach vorne schiebt und nicht mehr unbedingt einmal reindrücken müsst. Das spart A-Kraft im Daumen vielleicht dauerhaft, wer das nicht so gewohnt ist, und vor allen Dingen Ressourcen. Ich habe schon mal einen Scuf-Controller kaputt gespielt, weil ich viele Spiele wie Call of Duty oder Apex halt spiele, wo man ständig beim Sprinten diesen Analogstick reindrücken muss. Deswegen die Autofunktion auf ein und ihr müsst den Analogstick nur nach vorne schieben, finde ich eine feine Sache, ist aber jetzt kein Muss. Kommen wir als nächstes auf den Reiter-Controller und zwar unter die Tastenbelegung. Tastenbelegung ist normal auf Standard und was ist da die Besonderheit? Mir ging es oft so, dass ich in hektischen Situationen ein bisschen zu doll den rechten Analogstick reindrücke. Wenn du jetzt zum Beispiel den Gegner ballerst, dein Magazin ist leer geballert
und du willst nachladen und drückst zu hektisch einfach, und ich weiß, es geht vielen so, den rechten Analogstick rein. Dann passiert Folgendes, du willst nachladen, Moment, ich lade nach, jetzt drücke ich aber zu hektisch den rechten Analogstick rein und euer Charakter fängt an zu boxen und diese Animation könnt ihr nicht unterbrechen und im Zweifelsfall verliert ihr so einen hektischen Gunfight, weil ihr einfach so dolle diesen Stick reindrückt. Deswegen empfehle ich euch, unter der Tastenbelegung auf Tastendrücker zu gehen, die dritte Option. Im Zweifelsfall, wenn ihr im Trouble seid und wollt nachladen, ihr ladet weiter nach und hockt euch aber dabei hin, was keine schlechte Sache ist. Und vor allen Dingen ist das Hinhocken nicht schlecht, wenn ihr in irgendeiner Deckung seid, ihr drückt einfach den rechten Analogstick rein und müsst nicht den rechten Analogstick verlassen und erstmal auf Kreis drücken. Wenn ihr zum Beispiel keinen Scuff habt, wo ihr das vielleicht auf eine Pedale schieben könnt, die Funktion, sondern einen Standard-Controller, ist es immer geiler, ihr könnt aimen und könnt euch dabei hinhocken, ohne den rechten Daumen beim Aimen vom rechten Analogstick zu verlassen. Finde ich eine feine Option und vor allen Dingen kann es einfach nicht mehr passieren, dass ihr versehentlich zuboxt. Eine extrem wichtige Einstellung. Als nächstes haben wir unter dem Reiter Controller den Punkt Menü Cursor Geschwindigkeit. Ihr seht das hier, volle Geschwindigkeit, scrolle ich nach oben und unten. Und genauso ist die Geschwindigkeit, wenn ihr auch eine Deathbox lootet. Ihr kennt das vielleicht, ihr rotzt einen Gegner runter, dann kommt das gesamte Squad, euer eigenes Squad, an eine Lootkiste und ihr wollt euch das Geilste rausschnappen und euer Cursor ist einfach zu langsam. Deswegen, ich würde natürlich nicht empfehlen, das auf höchste Geschwindigkeit, weil dann überscrollt ihr, weil es viel zu schnell geht. Ich würde euch aber empfehlen, das vielleicht auf diese Stärke oder diese zu machen, so könnt ihr einfach viel schneller durch die komplette Deathbox scrollen und seid vielleicht müh schneller und könnt euch das lila Buddy oder irgendwelche Ausrüstung eurer Wahl vor euren Teammates rauskrallen und seid einfach ein bisschen schneller auch beim Looten. So, wichtigste Option für jeden Gamer überhaupt in einem Shooter, welche Sichtempfindlichkeit beim Visieren oder aus der Hüfte wähle ich, um schnell im Spiel auf einem Gegner drauf zu sein? Was meine ich genau? Einmal aus der Hüfte umsehen und einmal im Aim. Da es in Season 3 echt heftig ist, weil die Map sehr, sehr weitläufig ist, da werden viele Gunfights auf die Entfernung mit einer Sniper vielleicht entschieden. Deswegen, und das weiß ich aus einer Quelle, ich weiß nicht mal, woher ich es habe, aber ich habe gehört, dass viele Pro-Gamer mit einer geringen Empfindlichkeit spielen. Was bringt das? Es ist einfacher, im Nahkampf wie auf die Entfernung auf einem Gegner drauf zu bleiben, ohne das Visier zu verreißen. Ich habe beides standardmäßig auf 3 gerade. Im Nahkampf sehr geil. Du bist zwar, und das könnte ein Nachteil für viele sein, finde ich bei Apex aber nicht so dramatisch, wenn ihr von hinten angegriffen werdet. Ihr könnt euch natürlich nicht so schnell umdrehen, als wenn ihr die Sichtempfindlichkeit zum Beispiel auf 6 oder 7 habt. Aber es gibt Waffen, wie zum Beispiel die Friedensstifter, die viele gerne aus der Hüfte spielen. Und wenn ihr eine geringe Sichtempfindlichkeit aus der Hüfte habt, ist es für euch natürlich im Nahkampf auch deutlich einfacher, auf den Gegner zu visieren. Wenn ich das jetzt zum Beispiel auf 7 Stelle, was absolut sinnlos ist, finde ich ganz ehrlich, dann ist das für mich nicht möglich, hier vernünftig auf einen Gegner zu aimen. Natürlich, jetzt werde ich von hinten angegriffen, ich drehe mich ruckzuck rum, wenn ich anvisiere, habe ich eine langsame Sichtempfindlichkeit und alles ist schön, aber ich finde, im Nahkampf ist es einfach Käse. Es ist meine Meinung, sollte jeder für sich selber so ein bisschen testen. In dem Trainingsmodus, gerade auf der Firing Range, könnt ihr euch da ein bisschen austoben und euch ein bisschen mit der Sichtempfindlichkeit vertraut machen. Und genauso finde ich es halt, wie gesagt, im Aim auf 3 ist es gerade mit einer Sniper relativ einfach, auf ein bewegliches Ziel drauf zu bleiben, als wenn ihr es auf eine utopisch hohe Zahl stellt. Ich stelle das jetzt einfach mal genauso auf 6 oder 7. Ich mache es einfach mal auf 6 und ich habe hier schon Schwierigkeiten, selbst mit einem Scuff und einem verlängerten Stick vernünftig auf das bewegliche Ziel zu bleiben. Deswegen, wie gesagt, auch viele Pro-Gamer spielen mit einer geringen Empfindlichkeit. Aber das Gute ist in diesem Menü, auch wenn ich das jetzt ein bisschen in die Länge ziehe, sorry dafür, ihr habt ja eine benutzerdefinierte Visiereinstellung. Wenn ihr Bock habt, zum Beispiel, ich habe jetzt das 10-fach optische Visier. Ihr sagt, ich habe aber Bock, relativ schnell zu visieren oder zum Beispiel langsam zu visieren, aber das 2-fach Visier möchte ich relativ schnell haben. Deswegen habe ich jetzt hier auf der Scout zum Beispiel ein langsames Visier und auf der Friedensstifter das, Moment,
Gut, jetzt muss ich reinvisieren. Einfach Visier ist relativ langsam. Jetzt zoome ich auf zweifach und ich kann ultra schnell visieren. Wer das so geil finden würde, so schnell zu visieren im Zweifach und im Einfach relativ langsam, der hat hier die Option, das für jedes einzelne Visier einzustellen. Meiner Meinung nach, stellt es auf aus, dann müsst ihr das nicht alles resetten. Dann habt ihr alles wieder auf 3-3, wenn ihr das mögt. Ich würde es jedem auf eine geringe Empfindlichkeit nur empfehlen, auch wenn ich mich da jetzt gerne wiederhole. Testet euch in der Firing Range einfach ein bisschen aus. Das war's zur Visierempfindlichkeit. Als nächste Option kann ich auch nur empfehlen, sich ein bisschen durch die Reaktionskurven zu testen und das in der Firing Range ein bisschen zu üben. Die Reaktionskurven bewirken, dass das Verhalten beim Aimen auf den Gegner ein bisschen entweder es euch vereinfacht, auf dem Gegner zu bleiben oder eben auch nicht. Ich habe die Reaktionskurve auf klassisch. Ich habe eine Weile auf stabil gespielt, denn das verhält sich dann so, wenn du auf dem Gegner bist, gefühlt verlangsamt sich dann so ein bisschen das Visier. Das Problem ist aber, wenn du dich umsehen willst, auch wenn du anvisierst, ist es am Anfang so, wenn ihr den Analogstick bewegt, dann bewegt sich der Stick bzw. die Empfindlichkeit erst, also nach links und rechts bewegt sich anfangs erst ein bisschen langsamer und wird dann kontinuierlich ein bisschen schneller. Ich finde das eher hinderlich in der Hektik, deswegen würde ich das auf klassisch lassen. Ich habe auch mal eine Weile auf linear gespielt. Ist halt, da ist das Aimen sehr, sehr präzise. Ihr müsst halt, also es wird 1:1 übertragen, was ihr dem rechten Analogstick erzählt. Ich würde es auf klassisch lassen. Sollte aber jeder für sich so Stück für Stück ein bisschen in der Firing Range üben und einfach mal gucken, wie es euch möglich ist, auf den Zielen zu bleiben beim Aimen oder auch aus der Hüfte. Dann haben wir noch die Todzone beim Umsehen und auf Bewegen. Möchte ich jetzt nicht genau drauf eingehen. Ich sage euch ja einfach nur, dass ich beides auf klein habe. Dann würde ich euch auch empfehlen, wenn ihr einen Controller mit Vibrationsfunktion habt, ich habe einen SCUF ohne diese Motoren, die Vibration zwingend ausschalten. Denn A, schont es den Akku, wenn ihr es auf aus habt, und es kann tatsächlich auch ein Stück weit dazu kommen, wenn ihr angefeuert werdet und der Controller, also beziehungsweise gehittet werdet und der Controller vibriert und ihr wollt selber zurückschießen, dass ihr ein bisschen veraimt. Das kann sich vielleicht nur minimal auswirken, aber auch minimale Sachen können große Veränderungen bewirken. Kommen wir als nächstes zur Videoeinstellung. Und hier ist es so, dass ihr das Sichtfeld verändern könnt. Hier auch rechts eine Warnung. Ein Wert über 70 kann sich negativ auf die Leistung auswirken. Ich habe keine Probleme festgestellt, aber schaut einfach mal jetzt so ein bisschen das verschwommene Bild im Hintergrund. Was passiert, wenn ihr die Sichtempfindlichkeit auf maximal macht? Und ganz wichtig, wenn ihr hier in dem Menü was ändert, also hier in diesem Videomenü müsst ihr das mit Dreieck bestätigen, sonst übernimmt er das nicht. Jetzt übernehmt ihr das, passt mal genau auf, was mit diesem verschwommenen Bild passiert. Es zoomt ein wenig zurück. Die Standardeinstellungen sind sogar, glaube ich, doch auf 70. Mein Gott. Da zoomt das extrem weit ran. Was bewirkt es, wenn ihr es relativ weit wegstellt, habt ihr im Augenwinkel links und rechts die Möglichkeit, vielleicht einen Gegner schneller zu spotten. Moment, jetzt habe ich es nicht aktiviert. Zack. Es geht relativ weit weg. Der Nachteil ist, im Nahkampf kann es schon sein, dass auch gerade in der Ferne wird das wahrscheinlich den größten Effekt haben. Es wird auf der Ferne und auch im Nahkampf kann das passieren, es wird euch schwerer fallen, auf dem Gegner zu bleiben. Im Endeffekt fühlt sich das so ein bisschen wie ein Visier an, könnte man sagen. Im Endeffekt ist es so, dass sich in der Mitte des Bildschirms nun mal das meiste abspielt. Deswegen würde ich jedem wahrscheinlich nur raten, kommt natürlich auch so ein bisschen darauf an, spielt ihr auf einem Monitor oder auf einem Fernseher. Es sieht zwar geiler aus, wenn ihr viel von der Map seht, aber ich denke, es wird für viele einfacher sein, auf einem Gegner zu bleiben, wenn ihr das so gering wie möglich einstellt. Und so ist es für die meisten sicherlich einfacher, wirklich auf einem Gegner zu bleiben. Als allerletzte Option, die ich wichtig finde, noch, was heißt wichtig, die ist vielleicht nicht so extrem entscheidend, ihr habt noch ein Sprint-Sichtfeld zittern. Das schalte ich mal auf normal, so wie es eigentlich ist. Wieder mit Dreieck betätigen. Und wenn ihr jetzt sprintet, wackelt das Bild so ein bisschen, das seht ihr ja. Und gerade wenn ihr zu einer kleinen Höhe kommt, wackelt das noch ein bisschen mehr. Das macht jetzt nicht viel aus, stellt das aber auf minimal, bestätigt das und ihr merkt den Unterschied vielleicht beim Sprinten. Beim Anlaufen zittert es noch ein bisschen, aber wenn ihr sonst über weite Strecken lauft, zittert
das Sichtfeld nicht mehr so stark. Das macht sich ein Stück weit bemerkbar. Ob das jetzt aufs Gameplay so viel ausmacht, muss jeder für sich selber entscheiden. Als allerletzten Tipp, den ich vielleicht nicht unbedingt so extrem wichtig finde, aber vielleicht nicht verkehrt sein kann, spielt mal ein bisschen mit den Soundeinstellungen. Ich kenne das, mir geht das schnell auf den Sack, wenn du noch im Jumpship bist und willst rausspringen, die Musik läuft noch eine Weile oder auch die Dialoge der Legenden. Es ist ja nun oft so, du bist gerade vielleicht im Mega-Modus und lauscht, dass du vielleicht ein paar Steps der Gegner hörst und auf einmal kommt die Zone und deine Mates, also die Legenden automatisch oder auch deine eigene Legende sagt, oh, die Zone kommt, wir müssen uns beeilen. Und die labern das so laut, dass ihr vielleicht Steps der Gegner nicht hört. Also experimentiert vielleicht so ein bisschen mit den Lautstärken der einzelnen Effekte. Natürlich finde ich das geil, wenn du deine Legenden sprechen hörst. Manchmal kann das aber ein bisschen nervig sein. Stellt es vielleicht ein bisschen leiser. Das soll es jetzt mit dem Video gewesen sein. Sorry, wenn es doch vielleicht ein bisschen länger geworden ist, als ich das eigentlich geplant hatte. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Lasst dem Video gerne einen Daumen, da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Es werden in Zukunft wieder ein paar mehr Tipps und Tricks-Videos folgen. Wenn ihr keine davon verpassen wollt und auch Informationsvideos, würde ich mich sehr drüber freuen, wenn ihr einen Daumen und ein Abo da lasst. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao.